So Leute, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wahrscheinlich der finale Part oder der vorletzte Part, das weiß ich jetzt noch nicht. Mal gucken. Okay, ich habe jetzt seit dem letzten Mal habe ich ganz schön trainiert. Also ich glaube, diesmal müssen wir es ohne Probleme schaffen. Okay, bis jetzt läuft es eigentlich ganz okay. Okay. Boah, ich hasse diese Attacke. Ach komm, ich konnte nicht mal was machen. Aber wir ziehen gut ab. Also man muss schon sagen, ich ziehe gut ab. Also allzu große Probleme werde ich jetzt nicht haben. Okay. Wow, wow. Oh. Gerade noch. Geht mir die Attacke auf den Sack. Okay, ich glaube, wir kriegen das diesmal schon hin. Ich meine, ich habe extra mein Kommandoslot so hingestellt, dass ich das eigentlich im Prinzip mehr auf den Nahkampf geht, weil ich habe so Magie sowie Meteor und so weiter habe ich jetzt entfernt, weil das bringt mir über dem Kampf überhaupt nichts. Okay, wir haben schon mal den ersten Kampf geschafft, Leute. Zweiter Versuch, immerhin. Sora, don't chase the dreams. They'll lead you nowhere. Just to an abyss you'll never be able to wake up from. What? What's going on in Sora's world? Why won't he open his eyes? Is he still in the nightmare? That is right. Huh? Ansem! Sora can no longer wake up. No matter how many nightmares you consume, you cannot wake someone who has fallen into the chasm of dreams. What? Dreams hold our memories. Sleep holds our dreams. And darkness, it holds our sleep. Sora's heart belongs to the darkness now. Sora would never give in to the darkness! But you feel it, don't you? This world, the nightmare, the abyss. Why haven't you returned to the reality whence you came? No. This is a... dream of a dream. A twofold nightmare. This whole journey, you have been inside Sora's dreams. And now darkness within darkness awaits you. What?
No! I can't get loose! At the start of your test, when you struck out from that tiny island, you saw me there dressed in a robe. Immediately, you knew something was wrong. So without even knowing it, you dove into Sora's dream. And you became exactly what that sigil on your back represents. A dream eater to protect Sora from nightmares. Me? I'm a dream eater? Correct. But you failed to protect him. After all your efforts to command the darkness and protect those you cherish, it is a shame you locked that power away in the end. Except, it's not over. I can still save Sora. So you understand what to do. Set the darkness in you free, and you can rescue your friend. Ansem. Or Xehanort. You used to be a Keyblade wielder. But darkness stole your heart. And the Keyblade with it. Don't you see? That's half the reason I'm even on this journey. After allowing darkness into my heart, am I still fit to wield the Keyblade? Even after locking you away, here you are, haunting me again. So I get it now. There's no point in trying to hold the darkness back. At last, you see clearly. You know, when I look at you, there's this memory that flashes back. A secret I said I'd keep when I was little. The main reason I kept dreaming about seeing the outside world was because of him. Mm-hmm. My journey begins here. And now, I'm going back to the real world. And then to Sora's side. That is your answer? Yes. I know the way. Consume the darkness. Return it to light. You can try. Und jetzt dürfen wir natürlich nochmal gegen Ansem oder beziehungsweise Xehanort scheiß Herzloser kämpfen. So, wie vielsten Mal in dieser Serie? Ich hasse den. Ich hasse den wirklich. Der geht mir übelst auf die Eier. Oh, das war ja aber gerade jetzt noch Glück. Ah, okay. Mit Sora zusammen ist oder was? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hoffe, das zieht einiges ab. Ah, aber die Musik. Komm, geh mir nicht so auf den Sack. Eins, zwei, drei. Ich mag die Mucke übel.
Ah, knapp. Ich hab's immer echt knapp im Leben. Komm, jetzt haben wir's gleich. Ah, jetzt komm. Ansim. Geht doch. Geh sterben, du dreckiger Herzloser. Ansem, you're part of my heart now. Part of the light. Ever the fool boy, and forever a pawn of the darkness. Och man, der gibt echt nicht auf, der Junge. Aua. Der hat aber sau viel Leben. Ich muss nur drüber springen. Okay. Ach, natürlich wieder vergiftet. Nein, 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 das wollte ich nicht. Jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Das war klar. Das kann ich nicht abbrechen, das ist das Problem. Da habe ich jetzt echt nicht aufgepasst. Oh, Mann, Ansem. Xehanorts Herz-Arschloch. Ja, Herz-Arschloch. Ah, geh mir nicht auf den Sack. Wisst ihr, ich kann's aus dem Tod nicht ausstehen in diesem Spiel, dass dieser verdammte Kommando-Deck immer beim Respawn, also beziehungsweise beim Neuversuch, die gleich leer sind. Da muss ich immer ein bisschen warten. Will der mich jetzt verarschen? Vitra müsste gleich zuerst fertig sein. Ach, geht ja mit der Scheiße jetzt schon los. Okay. Aber habt ihr gerade gesehen? Ich will dieses Dunkelspeier, das behalte ich jetzt. Weil ich mich, wenn er mich wieder nach hinten haut, dass ich da echt nach vorne teleportieren kann. Das ist voll nice. Okay. Ach, noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Pass. Hoffentlich zieht es wieder richtig viel Leben ab. Komm, 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 komm. Rico. Oh, oh, heilige Scheiße, war das wieder knapp. Yep. Wow, wow, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Habt ihr das gesehen? Okay, am Schluss darf ich das nicht nochmal machen.
Das mache ich jetzt nicht nochmal. Ihr habt gesehen, ich habe übelst eins auf die Fresse gerade gekriegt. Okay, geht nicht. Andere Strategie. Volles Rohr. Ah, das war schon wieder so knapp. Okay, jetzt ist es noch langsam. Mich kotzt das jetzt schon übelst an. Der war so gut wie down, nur noch 3 Lebensbalken hatte der. Ja, genau so war das vorher auch. Okay. Diesmal teleportiere ich mich nicht nur nach vorne. Ich laufe jetzt einfach hin. Was aussieht, viel schlauer ist. Nein, 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 nein. Oh Mann, ich darf den Dunkelspeier nicht mehr einsetzen. Schon wieder. Der war doch schon wieder so gut wie down. Du kleiner, elender, dreckiger, herzloser. Ja, du bist ein herzloser. Ein herzloses, herzloser, herzloser Bastard bist du einfach nur. Ein herzloser Bastard. Ah, oh, nee, fängt gleich wieder mit der Kacke an. Du kleiner Bastard. Mann. Du warst so gut wie down. Okay, jetzt kann ich es noch machen. Ach, das gibt's doch nicht. Ich wollte doch gerade drücken. Okay, wenn es kommt, gleich instant drücken, weil sonst kommt so eine Scheiße. Egal, wir sind gleich schon wieder da, wo ich vorher war. Und sogar viel schneller als vorher. Ach, das gibt's doch nicht. Okay. Wow, 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 holy shit. Oh Mann, ich kann da nichts. Leute, ich hasse es. Ich schwöre, ich hasse es. Ich werde es wahrscheinlich doch nicht als finalen Part, sondern echt noch in 2 Parts schneiden. Habt ihr halt 2 Videos. Also ich mache das auf 1 Stunde, aber dann guckt es wieder keine Sau an. Ja, mein Problem ist jetzt halt schon wieder kein Leben. Concentration. Wie gesagt, diesmal mache ich das gleich instant.
dass ich da nicht schon wieder in so eine Energieball reingezogen werde und mir das ganze Leben abzockt. Da zocke ich lieber dem das Leben ab. Nein! Ich habe nicht geachtet, dass das auf Dunkelspeier hochgegangen ist. Ich wollte doch Vikra. Ja, Leute, ich verkack's echt bei dem Bastard jetzt. Ich schwöre, ich krieg's kotzen. Das ist schon ärgerlich, wenn ich denke, ich bin immer kurz davor. Vorher war es richtig knapp und dann habe ich es echt verkackt, dass ich versehentlich Dunkelspeier gedrückt habe. Vielleicht sollte ich nur auf Nahkampf gehen und überhaupt gar nicht die Kommandos einsetzen, außer Vita. Mal ohne Witz. So ziehe ich nämlich auch eigentlich schon genug ab. Okay, Schattenbrecher kann ich noch einsetzen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Gerade noch. Ich dachte, ich habe jetzt echt Schiss gehabt, dass ich es vielleicht verbocke. Das gibt's doch nicht. Okay. Komm, diesmal schaffen wir es, Leute. Diesmal schaffen wir es. Ich bin nicht auf den Sack. Komm. Nein. Nein. Habt ihr das gesehen, Mann? Oh, Mann. Kotzt mich das an. Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir wirklich. Boah, Ansinn, du kleiner elender Bastard. Och, echt jetzt? Wie oft wirst du den Scheiß noch spammen? Ich geh jetzt total in die Offensive. Wieso hat mich das jetzt echt noch erwischt? Das ist doch eine Verarsche. Egal. Okay, immer noch nicht diese Blasen. Okay. Yeah.
Jetzt komm. Geht doch, geht doch, geht doch. Strength to protect what matters. Oh. This place. Did I finally make it out of the dream? Sora and I have been split up since the start of our journey. Because Ansem... No. Because Xehanort planned it. And that means... we're a long way off course from the Mark of Mastery exam Yen Sid gave us. All right. Sora's gotta be here. Somewhere. Okay, Leute, das war's aber für den Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute!